Möchte man nicht wissen, was da noch für Schätze lagern auf deutschen Dachböden und Kellern. Wir spielen jetzt richtig oder falsch. Es geht um zwei Tassen. Wir spielen mit Birgit Benecke aus Großenhain bei Dresden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und wir begrüßen gleich mal Ihre Gegnerin. Die kommt aus Hildesheim. Frau Czesny, hallo. Hallo. Haben Sie auch einen Super 8-Film irgendwo liegen? Glaube ich nicht. Nicht, dass Sie wüssten. Okay, alles klar. Dann legen wir einfach mal direkt los und präsentieren Ihnen den Film. Richtig oder falsch? Nachmieter gesucht. Clinton oder Trump? Für viele US-Amerikaner ist das die Wahl zwischen Pest und Cholera. Je näher die Entscheidung rückt, desto hemmungsloser wird um jede Stimme gekämpft. Bei manchen Lebewesen ohne Erfolg. Bei Mickey Mouse kann Donald nicht punkten und auch Hollywood nimmt ihn auf die Schippe. Doch der umstrittene, steinreiche Republikaner hat jede Menge Anhänger und er könnte es wirklich schaffen, zum Präsidenten gewählt zu werden. Diese Vorstellung ist für einige US-Bürger unerträglich. Sie denken an Flucht. Wenn der gewählt wird, dann wandere ich aus nach Kanada, der ist verrückt. Das haben auch kanadische Reiseagenturen erkannt und nutzen nun den Trumpnator für Eigenwerbung. Nach dem Motto, hier ist die Welt noch in Ordnung, kommt doch alle nach Kanada. Aber immer langsam, erst einmal muss Donald Hillary schlagen und die ist bekanntlich ja auch ganz schön bissig. Können Sie sich das vorstellen, Frau Czesny? Ist es richtig oder falsch, dass kanadische Reiseagenturen mit Donald Trump werben in der Form, wie wir es gerade gesehen haben? Nein, ich glaube nicht. Glauben Sie nicht? Nein. Na gut, dann fragen wir Frau Benecke. Ja. Oh, hier. Ich habe Hilfe, ja. Also könnte sein. Aber nur, weil Ihr Gefährte das gesagt hat? Ja. Komm mal. Der Mann, okay. Gut, da hat der Mann das letzte Wort, in diesem Fall wahrscheinlich. Und Sie haben das richtig gemacht, das ist tatsächlich richtig. Tut mir leid, Frau Czesny, trotzdem sonnige Grüße nach Hildesheim und ein schönes Wochenende, ja? Also, Gratulation zu zwei Tassen. Dankeschön fürs Mitspielen. Liebe Grüße und wir machen jetzt musikalisch weiter, Anja.